Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Champion Pfütze, diesmal mit Riven. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal in meinem Leben tun werde. Aber ich spiele jetzt tatsächlich Riven und, ja, was soll ich sagen? Ich habe ein bisschen Sorge, weil ich kenne die Kombos nicht mit Riven. Ich kenne Riven generell nicht. Und ich glaube, deswegen wird es ganz besonders witzig, aber ich habe euch eben gefragt, was heute für Champion uns. Viele von euch haben gesagt, Riven. Viele haben auch gesagt, zum Beispiel Aurelion Sol. Der steht ebenfalls jetzt auf meiner Liste. Das heißt, immer wenn ich auf Twitter frage, schaue ich mir ein bisschen auf, was ihr gesagt habt und versuche das umzusetzen. Währenddessen können wir ja mal testen, ob wir mit dem zweiten Q hier schon über eine Wand kommen. Nein, aber mit dem dritten Hopsasa, da funktioniert das doch. Ja, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich denke, das ist einer der schwersten Champs. Erstmal wieder die Fähigkeiten durchgehen. Rivens Fähigkeiten laden ihre Klinge auf und durch ihre normalen Angriffe zusätzlichen 25% normalen Schaden verursachen. Rivens Klinge kann bis zu dreimal aufgeladen werden und verbraucht bei jedem Angriff je eine Ladung. Der Q. Riven schlägt in kurzer Linie vor sich aus. Diese Fähigkeiten kann bis zu zweimal erneut aktiviert werden. Schlägt nach vorne, verursacht 15 Damage. Der dritte ist ein Sprung, der wiederum auch Damage macht, Leute nach oben wirft. Der W wiederum ist ein Stun für 0,75 Sekunden. Und der E wiederum ist der Mini-Dash, den sie hat. Und der wiederum erschafft ein Schild und die Ultimate gibt spirituelle Energie, 20% Angriffsschaden und eine Shockwave, die mehr Damage macht, wenn der Gegner low ist. Bedeutet natürlich für mich, im Endeffekt willst du hitten und dann, also ein Spell machen und dann, okay. Rumble hat Damage im Haus. Ich habe mich für Dorans Schild entschieden, das heißt, es sollte relativ fein sein für mich. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay, das läuft gar nicht gut. Ich habe das letzte Mal Aatrox gespielt. Oder vielleicht auch Aurelion Sol. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die hochlade, weil ich den Champ auf jeden Fall auch noch machen will. Da lief das besser. Kann ich die mir den jetzt holen? Nee, ne? Ich glaube, die verprügeln mir den Hintern. Ich frage mich, ob der eh ein Auto-Attack-Reset ist. Okay, das hat funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Oh Gott, den Namen. Alter Schwede! Okay, das ist nicht gut. Gott sei Dank habe ich mich für Teleport entschieden und nicht für Ignite. Oh, das wird eine traumatische Lane-Erfahrung hier. Vielleicht hätte ich doch für die fürs Longsword gehen sollen, damit ich mehr Pots habe. Lass mich in Ruhe. Bitte, ich habe Familie. Ah! Oh Gott. Was hat der denn dabei? Der hat Spellbook dabei, ne? Der hat hier nicht mal die aggressive Variante, die ich das letzte Mal dabei hatte, als Rommel gespielt. Rommel ist so ein geiler Champion. Aber macht mir echt großen, großen Spaß. Gegen ihn zu spielen, jetzt ein bisschen weniger. Mann. Hat aber auch alles keinen Damage hier. Lass mich in Frieden! Okay, ich bin jetzt Level 3. Level 3 Power Spike. 10 CS hinten. Jede Menge Minions vor der Brust. Selbst das macht keinen Damage hier, oder was? Nee, bitte nicht, bitte nicht. Oh shit, ich hab mir das Minion hier auch noch verkackt. Kann ich mit Keystrike wahrscheinlich killen. Nee, 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 da ist der Kamel! Ja. Gott sei Dank hat er das überlebt. Sonst wäre das sehr unangenehm geworden. Da ist Camille, okay. Ja, der Heal-Karim wollte mir helfen. Er hat wahrscheinlich gesehen, oh Gott, die Riven intet. Und wollte das ändern. Ich habe da natürlich jetzt Vision gestellt. Sehr gut ist. Das hilft meinem Team. Mit dem Doran-Schild habe ich natürlich ein bisschen Rack. Also ich komme da schon halbwegs gegen an. Was macht die denn? Ah ja. Close. Ich hoffe, mein Team tiltet übrigens nicht. Bei schlechten Riven-Spielern muss ich mal so ein bisschen kotzen, wenn ich die im Team habe. Und ich bin definitiv einer davon. Kam ich noch in Experience? Ich weiß es nicht. Easy mit dem Keystrike. Und der macht sich übrigens ein bisschen mehr Damage, als ich dachte. 55 ist relativ solid dafür, dass der Rest von mir gefühlt gar keinen Schaden macht. Okay, er lässt mich ein bisschen mal hantieren. Okay, doch nicht. Okay, okay. Jeder CS ist hier ein kleiner Kampf. Okay. What happened there? Will er es auf Kudan halten für sein Spelling? I don't know. Das ist natürlich. Das ist natürlich alles tricky. Ich habe eine große Minion Wave. Oh, guter Trade, guter Trade. Das brauchten wir. Der Befreiungsschlag. Gehen wir für den Big Play? Ah, da geht Gantier Base, oder? Oh, in die Richtung wollte ich gar nicht. Okay,
Okay, ich habe jetzt leider gerade Kudan auf dem Q. Sonst hätte ich dann auch härter reintrainen können. Aber ich habe die Lane jetzt unter Kontrolle. Okay. Oh, shit. Ich wollte gar nicht aus dem Busch raus. Aua. Oh, shit, den habe ich gemisst. Oh, ich glaube, ich muss flashen. Ah, vielleicht möchte ich da nicht flashen, aber das war auf jeden Fall schmerzhaft. Ich wollte gerne das Level 6 abfahren. Oh, jetzt hat er Level 6. Warum hat der denn schon Level 6? Ah, ich habe scheinbar echt viele Minions gemisst gehabt. Boah, der hat Gott sei Dank kein Flash mehr, sonst wäre ich richtig hip. Oh, das hat er gesehen, hat er gesehen. Scheiße, Mann, dass ich kein E mehr habe, hat er gesehen. Kann er mich diven? Ja, ich muss halt das Scheißding dodgen. Okay, 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 I got him. Boah, ich musste die Ultimate das aktivieren, das hat ja Ewigkeiten gedauert. Wenn ich dann gestunt hätte, wäre es wahrscheinlich einfacher geworden. Puh, mein Herz, Alter, das ist auf jeden Fall eine ziemlich knackige Angelegenheit hier. Oh Gott, im Namen, also das wird auf jeden Fall, das wird stressig. Dass der da auch einfach einmal ein Ignite am Start hat, ist natürlich frustrierend. Er hätte auch noch die Stopwatch, ne? Wenn er die eingesetzt hätte, wäre ich... Ah ne, die ist ja noch nicht aktiv. Okay, Animation Cancelling ist super viel bei Riven. Und ich kenne nicht eine Sache davon. Das heißt, wir probieren es am besten gar nicht oder probieren wir es einfach trotzdem? Jetzt habe ich kein Q-Up, ne? Jetzt kann ich da auch nicht... Okay, okay. Also dieses, dass man in die Richtung dasht, wo man ist, ist halt sehr verstörend, wenn man es nicht gewohnt ist. Weil es halt nicht nach Mauszeiger geht, sondern nach Position. Oh Gott, Alter. Vielleicht sind Riven-Spieler deswegen so toxic, weil der Champ so fucking stressig ist. Könnt ihr auch nicht chillen. Wenn ich die ganze Zeit so einen Champion spielen würde. Alter Schwede! Hat er Magic Pin bauen können. Tut natürlich ordentlich weh bei mir. Ja, ich muss halt einfach schneller drücken hier alles. Sagen wir mal ehrlich. Okay, wie läuft's denn sonst in meinem Team? Mäßig. Aber die Camille ist AFK, oder was? Jetzt zumindest länger nichts mehr gemacht. Okay, das hat funktioniert. Alter Schwede, wahrscheinlich kann ich den Q mit dem... wahrscheinlich kann ich alles fast mit allem canceln hier, ne? Das ist ja so einer dieser hyperaktiven Champions. Nee, da will ich weg. Lass mich in Ruhe. Mann, lass mich doch in Ruhe! Ja, ich habe hier wirklich keinen Spaß in der Lane. Muss ich wahrscheinlich am R holen, um das zu überleben. Heilige Mutter Theresa, das ist ja komplett brutal, was hier passiert. Das Titel wird heißen, kleines Mädel wird von wütenden Tyrannen in Brand gesetzt. Okay. That did work. Puh. Es tut mir sehr leid, dass ich um Hilfe pingen muss. Also es tut mir leid für mein Team, nicht für euch. Ach du Scheiße, ey. Das ist aber auch richtig kacke hier, ne? Please, get me out. Oh Gott. Ja, aber mein Team hat leider eigene Probleme. Ach du Kacke, Alter. Okay, also Riven ist auf jeden Fall kein Champion für mich. Viel zu stressig. Da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr Skill haben, als ich habe. Ein bisschen mehr Ahnung vom Champion haben. Das ist auf jeden Fall kein Champion, den man einfach first time kann. What the fuck, Mann? Das ist ja richtig belastend. Okay, damit könnte ich jetzt deutlich weiter springen. So wie bei Aatrox mit Q&D. Das sind ja auch im Endeffekt dieselben Champions. Zumindest gefühlt. Puh. Okay, damit komme ich nicht über die Wand. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Camille mich killen will. Please get out. Danke. Eieieiei, Mann. Hey, fun losing. Ja, mein Team ist auf jeden Fall schon mal in der richtigen Stimmung. Boah, ich bin 30 CSP ein. Weil ich das letzte Mal 30 CSP einfahre. Das war die einzige Option, wie ich nicht zum Inten kam. Halt hier viele CS einfach liegen zu lassen. Hey, ist Rumble auch nicht so ein gutes Match, aber andererseits denke ich mir, im Endeffekt kann Riven ja easy in den Rumble reintraden.
Weil er dafür nicht genug Mobilität hat, aber ich werde hier jetzt sowas von zerpflückt. Holy shit. Warum ist mein Kassadin Level 7? Ja, meine Lane läuft scheiße, aber ich bin wenigstens Level 8. Oh Gott, das wird so kacke. Okay, also vielleicht können wir das in Teamfights nochmal rumdrehen, aber das Gegner-Team ist halt da auch brutal, ne? Read Lane Magic, Place, fucking Jungle, Bonobo. Ja. Come boys. Wie Gott das. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie wir das scotten wollen. Der klatscht mich halt einfach den ganzen Tag um, ne? Das ist dir noch relativ egal. Ja, gut. Danke für das Nehmen meiner Min. Okay. Good gank. Na gut. Sagen wir mal nicht zu. Mein Wille war da. So viel kann ich euch versprechen. Herr Kassadin ist halt auch 40 CSP ein, ne? Das ist, also ich bin nicht der Einzige, der hier das Game verliert. Aber das Problem ist, wenn zwei Leute das Game verlieren, ist es ja nicht besser. Ich habe euch ja immer gesagt, ich nehme jetzt jedes Mal das Game, was halt als erstes kommt. Aber das hier ist ja... Boah, das ist wirklich kein leicht zu spielender Champion, Alter. Holy fuck. Vielleicht muss ich einfach jedes Mal ehen, wenn der sein dummes Ding da reinhält, aber... Wie soll ich das machen? Gerade hätte ich wahrscheinlich ein Geld in sonst, weil er überhitzen war. Keine Ahnung, Mann. Kassadin ist 0-3. Meine Botlane stirbt solo. Während der Jungler auf dem Weg ist zu ganken. Gegnerischer Doppelkill. Ja, nee, da kann ich nicht so viel machen. Ich glaube, ich dachte, ich habe eh keine Killchance, aber der Rumble hat relativ viel Damage von mir bekommen. Ja, wenn ich die Ult einfach zurückhalte, er hätte ja quasi noch einen Hit tanken können, bevor ich gestorben wäre. Ich glaube, dann wäre es besser gewesen. Aber das ist halt ein ganz schöner Stomp der Gegner, ne? Ich meine, wir haben ultra Late Game mit Kassadin und Twitch. All good, we got late. Ja, das verstehe ich immer noch nicht ganz. Ich kann den eh. Muss ich vor dem Q casten, oder Gott? Come, we got late. Just chill. Ah, okay, das sah das Move aus. Ich kann also die E-Animation canceln mit dem Q, oder was? So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken, dass wir hier die Lane wieder halbwegs unter Kontrolle kriegen. Aber aktuell weiß ich noch nicht ganz wie. Ja, das macht Spaß, ne? Riven zu spielen ohne Gegner ist auf jeden Fall deutlich spaßiger als mit Gegnern. Da bin ich ganz ehrlich. Okay, der hat gerade die Krabbe Damage bekommen. Heißt das, ich denke, über die Wand kann man in der Theorie. Ja, wir stunnen sie erst und bearbeiten sie dann. Okay, der E ist also nur zum Animation Canceling da, oder? Ich meine, okay, der lädt natürlich auch noch mein Passive Hit ein bisschen auf. Aber ansonsten bin ich bis jetzt kein großer Fan davon. Och nee, wenn ich den Rumble schon sehe, kriege ich schon Feuer im Arsch. Okay, kriegt der Kassadin mal einen Kill? Guess not. Ich kann halt legit nichts anderes machen, außer den Hickrim hier ein bisschen im Jungle helfen. Weil der sieht halt wirklich nicht healthy aus. Wird das besser, wenn ich Humus habe? Ich denke nicht. Ich denke wirklich nicht. Och nee, nicht schon wieder. Okay, der hat einen Exhaust im Gepäck. Ah, okay, das ist natürlich ärgerlich. Och nee, komm schon. Ah, guck mal, da haben wir ihn. Ich glaube, ich hätte da nicht flashen müssen, aber die Knallpflanze, die auf dem Weg war, hat mir ein bisschen Sorgen bereitet. Oh, da bin ich in die falsche Richtung. Alter Schwede, also ich muss sagen, mein Respekt vor Riven-Spielern ist ein bisschen gestiegen. Andererseits ist es wahrscheinlich auch so, wenn Riven-Spieler andere Champions spielen, denken sie wahrscheinlich auch, what the fuck, warum sind die so kompliziert? Weil wenn man einmal dazu das gewohnt ist, dann ist es wahrscheinlich besser so, oder?
Okay. Ah, okay, okay. Ah! Ach, Mann, da läuft das Minion weg. Okay, okay. Also wir haben uns ein bisschen stabilisiert, ne? Wir stehen 2-2. Wir sind nicht die schlechteste Riven, die ich jemals gesehen habe. Allerdings ist da die Messlatte Gott sei Dank auch nicht so hoch, ne? Weil Riven-Spieler generell ein großes Spektrum haben von sie sucken oder sie sucken nicht. Es gibt Riven-Spieler, die demolieren alles. Es gibt One-Tricks, die einfach das ganze Game und das ist Nein spielen. Ich hatte auch das Vergnügen oft mit Flesgriven. Die fand ich auch ziemlich, ziemlich gut. Jetzt muss ich allerdings hier natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht cocky werde. Aber ich denke, da gibt es relativ wenig Probleme, weil ich das Gefühl habe, mein Arsch ist bis jetzt so auf Grundreis aufgerissen. Mercs brauche ich ja eigentlich nicht. Ich glaube, ich brauche Ninja-Tabis, aber es fühlt sich natürlich jetzt erstmal gegen den Rumble wie ein ziemlicher Fail bei an. Ja, was soll ich machen, ne? Das ist halt an Brutalität kaum zu überbieten, was der da auffährt. Jax, Dude. Jax. Level 9 Kasadin. Ach, du heilige Mutter Teresa. Das wird nicht schön. Also wenn er nochmal so überhitzt, kann ich ihn auf jeden Fall wieder traden. Ne? Der hat seine Stopwatch raus. Das heißt, er kann bei der Ulti auch nicht dodgen. Damit hätte ich natürlich rechnen müssen. Bin mal ehrlich, ne? Das war jetzt nicht so spektakulär. Okay, ich muss mir ja nicht zu viel Damage geben lassen. Oh Gott. Der junge Mann geht richtig ham. Okay. Ja, ich muss da natürlich trotzdem rankommen. Ah, da hätte ich fast vergessen, dass ich eine Ultimate habe. Ja, das haben wir ja spektakulär gelöst, ne? Mittlerweile stehe ich 3-2-0. Das sieht ja schon deutlich solide aus. Ja, ich sollte mir das echt einfach angewöhnen. Das ist ein bisschen Masse-Memory, ne? Wenn du das öfter falsch machst. Also, wenn du öfter die Combo einfach nicht machst, weil du denkst, brauchst du gerade nicht, dann machst du es halt auch im richtigen Moment falsch. Das ist ja quasi bewiesen, dass es dieses Muscle-Memory gibt quasi, dass dein Rückenmark Dinge speichert und sie dann so umsetzt. Kann ich da hin TP? Ganz ehrlich, das spare ich mir. Um dazu zu gucken, wie die Camille den demoliert, das kann ich auch ohne dahin supporten. Dafür ist die Minimap ja da. Ja, Mann. Manchmal sieht das halt... Nee! Ja, jetzt könnte ich wirklich weinen. Ich meine, ich kann da hin tippen, ne? Ja, komm, gehen wir da hin. Was soll schon schief? Außer alles. Auch wirklich. Nee, ich glaube, ich denke, das überlebe ich nicht. Ah, den hätte ich killen müssen. Weil ich den mit dem Q gemisst habe, war natürlich doof. Let's blame Twitch. Ich weiß genau, warum man da Twitch. Achso, die hassen sich ja. Calm, no chat, just focus, we can win this. Wenn ich jedes Mal ein Euro dafür kriegen würde, wenn ich das schreiben würde, ne, dann wäre ich auf jeden Fall. Hätte ich auf jeden Fall ein schöneres Auto. Nehmen wir nochmal ein bisschen Damage mit. Das ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Ich glaube, man geht eher andere Items. Ich glaube, ich gehe mal einen Hexdrinker. Okay, die ist nach vorne hüpfen, funktioniert ganz gut. Top staut sich jetzt eine große Wave für mich. Das ist sehr angenehm. Aber ich muss natürlich schneller können. Ne? Ah, okay. Das ist die große Distanz, die ich da überwinden kann. Man drückt sehr auf Tasten, die nicht ready sind. Das passiert mir normalerweise seltener. Der Rumble hat auch ganz solid gefarmt. Ist nicht überragend, aber gut genug, um mich hier zu deklassieren. Hättest du auch freezen können, aber ganz ehrlich, warum? Also ich glaube, im Endeffekt ist jede Sekunde, die ich ein bisschen Pressure auf die Map bringe, eine, wo meine Midlane oder meine kompletten Mates halt ein bisschen entspannter sein können. Ich muss sagen, das mit den Autotext fühlt sich ja nicht so smooth an. Ich hätte da gerne Resets. Jetzt hat er so nichts. Jetzt ist natürlich völlig glatt unter hier. We got late. Warum pickst du Kasadin, wenn du im Early Game gewinnen willst? Ich meine, das ist ja komplett retarded. Ich meine, klar hat er keinen Spaß im Game, so, aber dann pickt er auch nicht Kasadin, wenn du... Womit habe ich jetzt gerade Conqueror geprockt im Jungle? Achso, nee, es ist nur, dass Conqueror ready ist. Okay.
Natürlich trifft mich das. Das nehme ich doch mit hier. Okay, also ich meine, wir haben es jetzt geschafft, dass wir nicht inten. Und mein Damage steigt exorbitant. Also das ist echt ganz cool. Ja, wie komme ich da durch, mein Freund? Ja, was? Hä? It does more damage when he is low. Vielleicht weiß es ja nicht, ne? Vielleicht macht er auch mal ein Riven First Time Format. Ich frage mich, ob irgendwann eine Szene kommen wird, wo der Hekarim danach nichts zu sagen hat. Er scheint ja echt ein Professor in League of Legends zu sein. Absolut genial auf allen Rollen und auf allen Positionen. Mit einem... Also ich meine, er ist bis jetzt... Oh, der ist schon wieder da. Ach du Kacke. I'm on my way out. Pew. Ich habe sie am Ende getroffen. Also relativ sinnlos, was er da sagt. Wenn ich sie am Ende nicht getroffen hätte und dadurch quasi Damage. What are you on about? Hä? I don't get it. Oh, dass das getroffen hat von mir, ist ja lächerlich. Ja, ja, let's ping again. Och nee. Okay. What? Ist der drunk? Sagt er gerade, ich sollte mir mehr Damage geben lassen? Oh fuck. Uiuiuiui. Wenn unser Twitch-Runner-One von einem Pike komplett zerstört wird. Holy shit. Twitch the Red. Ah, ich denke, das beantwortet auch die Frage, ob er ein Main ist oder nicht. Ich gehe ganz massiv von Ja aus. Ein bisschen Cooldown-Reduction würde mir gut tun. Die meisten spielen mit Transcend, also diese 10% Cooldown-Reduction. Aber ich mag die Mastery nicht und ich frage, ja, warum sollte ich das nehmen? Au, au, au. Nee, da sehe ich mich gar nicht. Ah, der Hekarim hat da hinten einen kleinen Chase. Und kriegt einen Kill. Bin ich ja froh für ihn. Ah, nee, da sehe ich mich gar nicht. Oh. Wahrscheinlich sehe ich mich da jetzt leider trotzdem. Ach, fucking hell, Mann. Da hätte ich mich nochmal hingehen sollen. Hä? We have Twitch Kaza. We just need to hold 10 minutes and it's free. Just calm and stay focused. Ja, wegen den fehlenden Tabis verlieren wir hier das Game. Jetzt verstehe ich's. Oh, that makes sense. Ich hätte zumindest noch ein Wort setzen sollen, damit ich im Zweifel hinter den Rumble tippen kann. Ich glaube, wir hätten den Rumble da chasen sollen. Das wäre besser gewesen. Zumindest da wegzurotieren, ist jetzt nicht so sinnvoll. Ich unterlevel jetzt langsam auch so ein bisschen, aber es ist noch fein. Also im Vergleich zu dem Rest, ne? Ich meine, ADC ist 2 Level ahead, Midlane ist 2 Level ahead, Jungle ist actually gleich. Aber das ist bei Aram ja öfter der Fall. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Terminiert. Hekarim ist Gott sei Dank auch so ein Champion, der später einfach wen one-shotten kann. Ei. Da ist jemand nicht glücklich mit der Verteilung unserer Ressourcen. Oh my. Ja, guck mal an. Onkel Johnny did damage.
Warum der da für die Ludo greedet, statt einfach auf mich zu engagen, weiß ich nicht. Alter, mit der... Die Ult geht ja richtig steil, was das angeht. Ha! Okay, nee, nicht clean. Das kann man wirklich nicht sagen. Wird er mich interrupten? Nein, der ist doch lieb. Ja, guck mal einer an, ne? Also langsam wird's besser. Ich sehe aber auch einfach da, dass du in der Phase natürlich ein bisschen mehr Damage hat als vor. Ich glaube, er hätte spielen können, wie wir alle auf einmal Midlane rennen statt Toplane. Kann die mich einfach killen? Oh, wir haben es nicht erfahren, dass sie Angst hatte. Ja gut, das könnte jetzt natürlich in der Nash resultieren. Das ist relativ ungünstig. So ein bisschen wischen wäre mal gar nicht schlecht. Das ist ja nett von ihm, da wollte ich ja eh hin. Ja, ADCs. Das sind die Gegner, die man sucht. Warum komme ich über diese Wand nicht? In dem Fall habe ich jetzt voll geultet. Ich dachte, ich ansonsten E-Tot. Warum macht er denn diesen? Brudi, mach doch nicht diesen. Oh, sehr gut gelöst von ihm. Das war sehr gut gespielt. Ja, das wiederum war jetzt ganz fein. Oh, good job. Good job. Nice one. Oh, we did that. Das war gut. Dann gehen die Tiamat die meisten, aber ich baue hier meine Mauer aus. Ich kenne da gar nichts. Das ist ja komplett kacke hier bis jetzt. Let me take CS. Die Anzahl der Male, die Pike jetzt in den Hekering geklatscht hat, sind allerdings natürlich auch hoch. Ja, da hat jetzt leider die... Oh, shit. Na gut. Dann wollen wir mal, ne? Better run, friends. Okay, der Pike von mir. Alter, kann der Sound vielleicht noch ein bisschen lauter sein? Was macht der denn da? Na gut, da soll ich nicht rein, ne? Ach, schon wieder Pike. Pike ist einfach wie Twitch in dem Game, nur dass er es richtig macht, so. Weil er killt die ganze Zeit die Leute. Warum komme ich da? Also über die kommt man ja auch nicht rüber. Aber über die da müsste ich ja drüber kommen, wenn ich es richtig mache, oder? So, jetzt wechseln wir auf Blue Trinket, weil die werden jetzt anfangen, Nash zu machen. Sind bei fucked up now. Und bei... Oh, shit. What the... Der Pike irgendwie Hummeln am Arsch? Wie kommt der auf die Idee, eine. Boah. Achso, natürlich. Ja, gut, mit dem Q die Krabbe zu missen ist natürlich jetzt suboptimal. Aber es ist halt übel wichtig, dass wir die Vision haben. So. Sonst können wir das nämlich auch direkt sein lassen. Ich hätte das Ding mal auf Kuda. Da ganz deep hinten rein ein. Und weil wir ein gutes Vorbild sein wollen, holen wir uns noch zwei Pickbots. Okay, die Kombo können wir. Den Rest können wir nicht, aber das ist ja egal. Wir wollen ja nur die eine Kombo. Aua. Ich hatte einfach mein E benutzen, sondern hätte ich den Damage geblockt. Das war durch Bodenplate, ne? Hier kriege ich noch währenddessen da oben schon wieder dumme Dinge. Och man. Jetzt wird er meine Ult klingen. Diesmal wäre es wenigstens berechtigt. Ist das Game? Ja, schade. Das war actually Game.
Riven ist nicht mein Champ, ne? Ich glaube, wir hätten das Comeback echt noch machen können. Aber Riven ist mir zu komplex, Alter. Holy shit. Das ist ja insane. Und vor allem gefällt mir dieses Gefühl auch nicht. Ich muss ja in die Backline, aber ich habe einen langen Weg dahin und wenn ich da bin, habe ich ja keinen Damage mehr. Das heißt, ich hätte eigentlich mehr mit Vision spielen sollen, in die Flanks zu kommen und so, aber das ist so schwer. Holy shit. Dann kann man die honoren. Die waren alle toxic, ne? Die Lude war fein. Oh, ich habe meine Promo verloren. Set live. Aufstiegsserie vollständig. Oh. Damage-mäßig war das nicht so gut. War auf jeden Fall nicht mein bestes Game, ne? Ich meine, der 0-10 Kassadin, hat er. Was? What? Also, das ist ja eine komplett verdrehte Wahrnehmung. Der kann doch nicht legit. Warte, das nehme ich noch mit rein. Na gut, Leute, ne? Natürlich, Flame verbinden viele mit Schimpfwörtern, aber es geht ja darum, also keiner, weder Twitch noch Kassadin haben ja was anderes gemacht als er. Die haben ja genau dasselbe gemacht. Kassadin hat gesagt, take the damn CS if you take the kill. Sagt er, ist toxic. Aber wenn er sagt, oh mein Gott, this is a Twitch main, ist es kein Flame. Leicht verdrehte Wahrnehmung. Aber vielleicht hat einfach Riven auf mich abgefärbt. Gut möglich. Also den Chip haben wir abgehabt, Haken dran und ab in die Schublade und nie wieder rausholen, Alter. Nie fucking wieder.